Hallo zusammen. Ich war heute beim DM und nein, es ist kein Haul. Ich habe Rosenwasser gebraucht. Und man kommt ja nicht umhin als Frau, wenn man in einer Drogerie ist oder in einer Parfümerie, zu schauen, was so die Make-up-Theken alles hergeben. Ich bin an einem Stand hängen geblieben, also bei Catrice. Und zwar haben die so It-Must-Haves für 2019. Da waren Nagellacke, Lidschatten, Primer. Und ein Produkt, das will ich euch unbedingt vorstellen und ich werde es heute mit euch, es ist ein First Impression, ich habe es noch nicht aufgemacht, ich hatte nur den Tester in der Hand, das ist ein One Minute Face Perfektionierer, also in einer Minute soll man einen perfekten, mattierten Teint haben, also mit Make-up-Effekt, lässt die Poren praktisch verschwinden, man kann das gute Stück, dieses Mousse als Primer auftragen oder eben auch als Make-up. Und ich bin ja ein Freund von No Make-up Make-up und ich dachte mir, das kostet 5,95 Euro. Das kaufe ich jetzt und ich probiere das aus und wehe, das stimmt nicht. Also, so sieht das aus. Es sieht schon musig aus und ich bin am Überlegen, ob ich jetzt mit dem Finger da reingehe oder ob ich ein Schwämmchen nehme. Wahrscheinlich ist ein Schwämmchen, also nicht ein Schwämmchen, so ein Pinsel hier. Aber mit dem Finger hat man natürlich diese Wärme, ne? Aber ich gehe so ungern mit dem Finger ins Produkt. Gut, sie sind sauber. Ich probiere es. Nee. Aha. Oh, das ist also. Gut, ich nehme den. Ich nehme den und probiere das aus. Als. Wow! Okay. Es ist ganz leicht in der Textur. Es deckt auch ab. Seht ihr sogar meine Rötung hier? Also als Primer gibt es nur in dieser einen Farbe. Und oder eben als Make-up. Ne? Und man hat ja, das sieht dann, guck mal, so. Man hat ja nicht immer das, guck mal hier, selbst diese rote Stelle wird abgedeckt. Man hat ja nicht immer das Bedürfnis, sich eine Foundation aufzutragen. Und deswegen dachte ich mir, für 5,95 Euro nimmst du das Produkt mal mit und guckst mal, wie das so ist. Also ihr seht das ja, dass ich hier kaum was in den Pinselhaaren ist. Also wie ihr das lieber mögt. Also ich würde jetzt keinen Schwamm nehmen, entweder einen Pinsel oder die Finger. So, naja. Es macht auf jeden Fall matt. Und deckt auch ganz gut ab, meine hektischen Flecken. Kennt ihr das, so hektische Flecken? Nicht, weil ich hektisch bin, ich sage das einfach immer. Man hat ja so leichte Rötungen im Gesicht. Gut, also kann man nochmal als Primer benutzen oder als mattierendes Make-up. Also man hat ein sehr mattes, also ohne Glow, ein sehr mattes Hautbild, wie ihr seht. Sehr matt. Hm? Es gibt jetzt von Maybelline, kostet 6,95 Euro, ein City Bronzer. Gibt es in zwei Farben, 100 und 200, matt. Ein City Bronzer matt in der Maybelline Theke. Und den werde ich mir jetzt mit einem Pinselchen aufgeben. Mal schauen, wie das wird, wenn ich jetzt nur diesen One Minute Face Perfektionierer auftrage und diesen, oh ja, seht ihr? Guck mal, schön. Okay. Das ist immer ganz gut, die drei, ne? Ihr kennt ja das. Hier oben die drei. Für einen Bronzer nehme ich immer ganz gerne ein Naturhaarpinsel. Die meistens Haaren. Meistens liegt irgendwie ein Haar auf der Haut dann. Ja. Also von der Sonne geküsst. Ich wollte so ein Teint von der Sonne geküsst. Ohne viel Shishi. Und da diese Produkte beide, sowohl dieser City Bronzer als auch dieser
Perfektionierer, One Minute, in einer Minute neu sind, dachte ich mir, probierst du das jetzt mal aus. Obwohl, ich bleibe meinem Vorsatz treu, ne? Das ist ja jetzt keine riesengroße Anschaffung. Ich gebe nur ein wenig von dem Bronzer hier oben drauf, dass es so ein bisschen stimmig ist. Ja, wirkt ganz gut. Ich hatte wirklich, ich hatte keinen matten Bronzer. Die haben alle Schimmer. So, noch ein, ich habe hier so eine Palette, Pink Cheek Palette. Die ist auch schon ewig alt. Und dann nehme ich diesen mittleren Ton. Die Farbe ist auch schon ziemlich runter. Die habe ich immer am meisten benutzt. Um einen kleinen, kleinen, kleinen Fresh-Up hier zu machen. Und dann habe ich noch einen Lippenstift. Power. Plumping Gel Lip Stick. Kenne ich auch noch nicht. Ich habe nur den Tester gesehen. Das ist diese Farbe, 020. Gibt es drei Stück von. Drei Stück im Angebot, also nicht im Angebot, also drei Stück zur Auswahl. Und das war die nudeste Farbe. Und da ich ja so ein bisschen so einen Nude-Look möchte, Nude-Look von der Sonne geküsst jetzt im Winter. Ja. Das sind diese berühmten Catrice-Stifte, die so toll schmecken. Also, geschmeidig im Auftrag, unspektakuläre Farbe, man hat ein bisschen was im Gesicht, man hat sich so ein wenig angehübscht. Tja, ihr Lieben, das ist jetzt der fertige Look. Mit minimalem Auftrag hier dieser, ich halte nochmal die Kamera von Catrice, One Minute, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Zum Perfektionieren eures Tons, eures Hautbildes, Poren verfeinernd. Gut, ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich keine riesigen Poren habe. Ich weiß es nicht, wenn jemand größere Poren hat, ob das wirklich das Produkt ausreicht. Aber wenn es ein Primer gleichzeitig auch ein Primer ist, also so ein Two-in-One-Produkt, ja, kann ich mir das durchaus vorstellen. Und diesen City Bronzer von Maybelline, der gefällt mir. Der ist sehr unaufdringlich. Es ist nicht so, ne, dass man so wahnsinnig geschminkt aussieht. Den Lippenstift, das ist ein schönes, sehr schönes Gefühl auf dem Mund. Ja, das war's dann für heute. Also ich wollte euch diese beiden, die drei neue Produkte vorstellen. Zweimal Catrice und einmal Maybelline. Die haben natürlich auch jetzt L'Oreal, die haben auch viele neue Sachen. Das geht ja wieder richtig los jetzt im Frühjahr wahrscheinlich. Aber ich werde jetzt nicht diesen ganzen Hype mitmachen müssen, dass ich muss es ja auch bezahlen. Ne? Ich meine, wir haben ja jetzt nicht alle die Kohle, dass wir ja jede Woche uns da völlig mit neuen Sachen ausstaffieren können. Das ist ja ein Wahnsinn. Und ich sagte das ja schon in irgendeinem anderen Video davor, in dem, also ein oder zwei davor, man hat ja so viel. Aber trotzdem, deshalb sind wir auch Frauen. Und das ist ja auch das Schöne an uns. Man will sich ja so ein bisschen anhübschen, sich vielleicht mal was gönnen. Aber es können ja auch preiswerte Sachen sein. Muss ja nicht immer Douglas, Sephora etc. sein, ja, diese wahnsinnig teuren Geschichten. Deswegen bin ich immer wieder, lasse ich mich darauf ein, auch preiswerte Produkte zu kaufen und zu testen. Naja, also das ist total schwerelos. Und ihr seht das ja, ihr seht den Teuer. Also ich finde, das hat was, ne? Ihr könnt ja mal schauen. Die haben ja einen Tester da, kann man mit dem Fingerchen reingehen, sich auf die Hand das aufgeben. Da dachte ich schon, wow, das ist gleich so. Es überzieht wie so ein Film, ne? Ohne dass man das Gefühl hat, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich zugebappt bin. So, jetzt lange Rede, kurzer Unsinn, ihr Süßen. Ich wünsche euch immer das Beste. Seid besonders gut zu euch und zu eurer Haut. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ihr könnt gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren. Die Ladies, die neu sind. Bis dann. Ciao.